Ich frage mich, was erwartet uns in der ersten Challenge? Aha, die wünscht sich eine Limonade. Na, mal sehen, wer was machen wird. Die Oma fängt an mit einer Zitrone. Sie schneidet sie in Scheiben und gibt etwas Zucker hinzu. Hey, Oma, jetzt beruhig dich doch. Die Zitronen haben dir doch nichts gemacht. Entspann dich, ist alles in Ordnung. Jetzt geben wir etwas Sprudelwasser mit hinzu. Super, schön umrühren. Ein bisschen Eis, etwas Minze. Gut gemacht, Oma. Jetzt ist die Chefköchin dran. Ach, ich zeig euch, wie man eine richtige Limonade macht. Übrigens, das ist mein Lieblingsrezept. Zuerst nehme ich mir eine Gurke und schneide sie in dünne Scheiben. Oh, das riecht ja gut. Jetzt geben wir etwas grünen Tee mit hinein, meine Lieblingssorte. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Limette. Ein paar rein, ein paar nach draußen und natürlich noch etwas Gurke. Oh. Minze darf auch nicht fehlen. Oh, das ist ja voll cool. Moment mal, was soll ich denn machen? Wobei, ha, das ist eine gute Idee. Ich benutze einfach diese Limo hier. Und gib noch ein paar Beeren mit hinein. Und je mehr Zucker, desto besser. Alles schön durchmixen. Und in die Limonade geben. Und etwas Beerensirup darf nicht fehlen. Hier noch etwas Früchte drauf. Gut gemacht, Jane. Schaut euch diese Limonaden an. Mary wird sie lieben. Oder wird ihr Großmutters Rezept mehr gefallen? Oder vielleicht die Limonade der Chefköchin? Das werden wir gleich erfahren. Also Mary, mach dich ans Zeug. Zuerst probiert sie die Limonade des Chefkochs. Hä? Scheint ihr ja gar nicht zu gefallen. Unglaublich. Oh. Let's go! Na gut, jetzt geht's weiter. Das ist die Limonade der Großmutter. Hm, nicht schlecht. Das Einzige, was übrig ist, ist die Limonade der Schwester. Ich frag mich, was Mary am meisten gefallen wird. Oh, wow. Wir haben einen Gewinner. Und er heißt Jane. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wohlverdienten Sieg. What? Oh, so eine Menge Essen. Was machen wir diesmal? Fisch? Wow, das habe ich nicht erwartet. Mal sehen, wer den am besten zubereiten wird. Die Oma scheint keine Zeit zu verlieren. Sie nimmt sich ein Stück und legt es auf die Pfanne. Na gut, probieren wir mal. Ich mag diesen Gestank nicht. Ich spiele so lange was. Aha, es ist Zeit, den Fisch zu wenden. Ein wenig Salz. Jetzt noch Pfeffer. Wunderschön, einfach wunderschön. Was? Niemand von euch weiß, wie man Fisch richtig zubereitet. Aber ich werde es euch gleich zeigen. Für den Anfang brauchen wir ein bisschen Orangen, ein paar Gewürze und etwas Öl. So, damit panieren wir unseren Fisch und braten ihn. Das alles werden wir jetzt auch noch gebrauchen. Das alles geben wir nämlich in den Mixer. Ein bisschen Orangensaft für den Geschmack. Und jetzt machen wir die Soße. Habt ihr jemals etwas probiert, was so lecker sein würde? Fertig ist unser Fisch. Wir legen ihn auf den Teller. Jetzt brauchen wir noch ein paar Limetten. Und noch ein bisschen Soße, damit auch alles schön süß aussieht. Das perfekte Gericht. Oh, Kind, was machst du denn da? Oh nein, Jane. Du hättest auf den Fisch aufpassen sollen. Du hast die ganze Zeit ja nur gespielt. Sieht nicht gerade appetitlich aus, muss ich zugeben. Mh, der Fisch der Oma gefällt mir wunderbar. Aber der Fisch der Chefköchin noch besser. Aber was wird Mary gefallen? Alles klar, dieses Stück will sie gar nicht erstmal probieren. Mh, das Gericht der Oma gefällt ihr richtig gut. Und was sagt sie zum Gericht der Chefköchin? Restaurantessen scheint überhaupt nicht in Marys Geschmack zu sein. Tut mir leid, Chefköchin. Diesmal wurde das Herz von der Großmutter erobert. Es wird Zeit für die nächste Runde. Mal sehen, diesmal soll es ein Muffin sein. Welcher unserer Kandidaten wird der geschickteste Bäcker sein? Na, die Oma weiß alles übers Backen. Sie fängt sofort an, den Teig zu machen. Schaut euch dieses Tempo an. Großartig. Oma hat alle Zutaten hinzugefügt. Jetzt wird es Zeit, alles schön umzurühren. Wir schlagen den Teig vorsichtig auf. Und jetzt brauchen wir ein paar Muffinförmchen. Oh, die sind ja schön. Jetzt gießen wir vorsichtig den Teig hinein. Jetzt brauchen wir die Muffins nur noch in den Ofen zu legen. Großartig. Gut gemacht, Oma. Jetzt heißt es abwarten.
Und was macht die Chefin? Der Teig scheint fast fertig zu sein. Jetzt gibt sie da ein paar Beeren rein. Wow, die schlagen wir gemeinsam mit dem Teig auf. Was machen wir jetzt? Ach so, wir brauchen die Formen. Da kommt jetzt der Teig rein und ab in den Ofen. Großartig. Oh, das ist ja toll. Und was mache ich da? Oh, das ist voll langweilig, diesen Teig aufzuschlagen. Moment mal, ich habe eine Idee. Hier, ich muss einfach diesen Lifehack hier benutzen. Ah, das ist ja ganz einfach. Wow! Und das wird richtig lecker. Yeah! Alles klar, das muss ich ausprobieren. Na, mal sehen, ob dieser Lifehack auch funktioniert. Wir geben etwas Kakaopulver und Schokoladensirup in die Milch. Jetzt schön umrühren, die entstandene Mischung in ein Glas geben. Wir brauchen noch nicht einmal einen Ofen, nur eine Mikrowelle. Großartig, jetzt stellen wir das Glas in die Mikrowelle. Jetzt heißt es abwarten. Oh, ich glaube, die Muffins der Oma sind fertig. Was für eine schöne Kruste und der Geruch. Wir packen die Muffins auf den Teller und geben etwas Puderzucker obendrauf. Der Muffin der Chefin scheint auch richtig gut zu sein. Jetzt noch ein bisschen Schlagsahne drauf, ein paar Beeren und etwas Sirup. Richtig schön viel Schlagsahne. Perfekt. Mein Muffin ist auch fertig. Ich hoffe, dass er auch lecker ist. Riecht super. Also ich würde ihn gerne probieren. Ich bin mir sicher, dass meine Enkelin die richtige Wahl treffen wird. Womit soll ich anfangen? Okay. Ein Cupcake in einem Becher? Sieht ja seltsam aus. Na, so lala. No. Was haben wir sonst noch? Oh, nicht schlecht. Aber ich bin auch nicht begeistert. Wow, was für ein riesiger Muffin. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu probieren. Mann, ist das lecker. Dieser Muffin hat gewonnen. Tja, die Chefköchin hat diesmal gewonnen. Was für ein Dessert. So eine Menge Essen. Was erwartet uns diesmal? Eine Suppe? Was ist deine Lieblingssuppe? Schreib uns das in den Kommentaren. Vielleicht wird sie dann im nächsten Video auch gekocht. Aha, die Köchin macht sich ganz schön ernst an die Sache. Sie vermischt alle möglichen Zutaten. Ohne Wasser geht natürlich keine Suppe, nicht wahr? Jetzt noch etwas Sahne und Butter. Noch ein paar Gewürze hinzufügen. Jetzt sei mal vorsichtig. Sieht so aus, als ob die Zutaten für diese Suppe nie ausgehen werden. Und auch noch ein paar Garnelen. Jane hat irgendwie viel zu viel Spaß. Hey, es ist Zeit, ernsthaft an die Sache ranzugehen. Die Oma ist nämlich schon fast fertig mit ihren Zutaten. Ah, die hat wohl vor, eine Pilzsuppe zu machen. Das sieht ja toll aus. Hier kommt noch Sahne mit hinein. Und jetzt alles schön durchmixen. Oh, die Oma macht hier eine richtig tolle Suppe. Ich kann mich an nichts erinnern. Muss das auch noch mit in den Topf? Nicht schlecht, aber nee, brauche ich nicht. Oh, Käse. Den werfe ich einfach hier rein. So, jetzt Wasser mit reingeben und schön umrühren. Ha, das ist ja gar nicht schwer, eine Suppe zu kochen. Jetzt kommen da noch Karotten mit hinein. Super. Wow, was für ein cooles Ding. Muss ich mal ausprobieren. Los geht's. Alles schön aufschäumen. Jetzt wird's Zeit, meine Suppe zu servieren. Das ist übrigens mein exklusives Rezept. Was meinst du, Großmutter? Ah, was für Amateure. Hier fehlt noch das Tüpfelchen auf dem i. Voila. Welche Suppe wird Marys Herz erobern? Janes Suppe sieht ziemlich ungewöhnlich aus. Großmutters Pilzsuppe sieht wunderbar aus und die exquisite Suppe der Chefköchin ist allerhand. Okay. Mary, entscheide dich. Das riecht ja komisch. Sind das etwa Pilze? Ich hasse Pilze. Probieren wir das mal. Sieht interessant aus. Nee, ist wirklich nicht mein Ding. Und jetzt die dritte Suppe. Sieht echt schlimm aus. Wow, das ist die beste Suppe, die ich je probiert habe. Wir haben einen Gewinner. Wow, Jane, herzlichen Glückwunsch. Ein unglaublicher Sieg. Du haben unsere Helden eine verantwortungsvolle Aufgabe, das kleine Mädchen zu füttern. Was will sie denn? Aha, sie möchte Pommes. Das ist ganz einfach.
Machen wir gleich. Ah, ich kenne da schon ein Rezept. Zuerst muss ich das Öl hineinschütten. Je fettiger, desto besser schmeckt es auch. So werden wir alles schön durchbraten. Und das sind meine Pommes. Die kommen direkt in die Bratpfanne. Oh nein, Enkelin, tu das nicht. Aha, das spritzt ja total. Wir müssen sofort dieses Feuer löschen. Oh mein Gott. Okay, in den Rezepten auf YouTube war das nicht so schwer. Du hättest fast die Küche in Brand gesetzt. Lern was von der Oma. Wir nehmen nur ein klitzekleines bisschen an Öl, stellen den Herd an und da kommen jetzt unsere Pommes rein. Na also, das sind die perfekten Pommes. Jetzt können wir sie auf den Teller geben. Oh, das sieht ja schön aus. Alles nur für meine Enkelin. Und hier kommt natürlich etwas Ketchup hinein. Pommes mit Ketchup, was könnte besser sein? Ach, jetzt passt mal auf. Ich zeige euch, wie man gute Pommes macht. Erstmal die Pommes aus der Bratpfanne holen und das überschüssige Öl abfangen. Jetzt werde ich noch diesen Speck hier braten und die Pommes einfach einrollen. Und darüber geben wir noch einen Schuss glutenfreie Preiselbeermarmelade. Und dann mit einem Zweig Rosmarin garnieren. Ein echtes kulinarisches Meisterwerk. Mir ist was Besseres eingefallen. Ich benutze einfach diese Bananenbonbons. Die sehen genauso aus wie Pommes. Und statt dem Ketchup benutze ich einfach Erdbeersirup. Ich bin mir sicher, das wird meiner Schwester gefallen. Oh. Wir sind soweit. Jetzt wird die Kleine alles probieren. Das Gericht der Oma probiert sie zuerst. Das sind die klassischen Pommes mit Ketchup. Das scheint ihr gefallen zu haben. Ich bin gespannt, ob ihr auch dieses Feinschmeckergericht gefallen wird. Was für ein ungewöhnliches Rezept. Aber es wurde nicht besonders gewürdigt. Und jetzt bleibt nur noch das originelle Rezept von der Schwester. Die Pommes kommen in den Ketchup. Oder um genauer zu sein, die Bonbons kommen in den Erdbeersirup. Und jetzt suchen wir den Gewinner aus. Und diesmal ist es die Oma. Ja, ich hab's geschafft. Aua, das hat wehgetan. Na, was möchte die Kleine denn diesmal essen? Aha, die hat Lust auf Sushi. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wie man das zubereitet. Mal sehen, was die Köchin macht. Zuerst muss man einen besonderen Reis auf eine besondere Weise kochen. Oh, das kann ich schaffen. Schließlich weiß ich, wie man Reis kocht. Wie geht's? Sushi mit ekligem Seetang. Nein, ich mache lieber was Süßes. Was Süß-Saueres. Dafür benutze ich einfach diese süß-sauren Streifen. Und etwas Schlagsahne, wo ich dann die Bonbons reintunke. Super, habt ihr jemals so tolle Sushis probiert? Na, wie auch immer. Jetzt nehmen wir uns ein Nori-Blatt und schneiden es in zwei Hälften. Aber dieses Blatt ist doch total trocken. Das geht kaputt. Tja, sowas muss eben gekonnt werden. Jetzt schneide ich den Fisch und lege alles auf eine Matte aus. Jetzt drehen wir die Matte ein und schneiden die Rolle in Stücke. Das war's auch schon. Meine klassischen Philadelphia-Sushis sind fertig. Und wieso schaffe ich das nicht? Diese Sushis möchten einfach ihre Form nicht halten. Bingo! Ah, ich habe eine Idee. Ich muss einfach eine Gurke benutzen. Die Mitte hole ich raus. Da kommt jetzt Reis rein. Ach, gut, dass ich mir das noch habe einfallen lassen. Ene, mene, Mist, es krabbelt in der Kiste. Fangen wir mit diesen Sushis hier an. Die sehen perfekt aus. Und die schmecken auch noch perfekt. Und jetzt nehme ich mir diese leckeren Bonbon-Sushi. Die sind unglaublich gut. Und wer wird wohl der Gewinner sein? Es sind die süßen Sushis. Die hat meine noch nicht einmal probiert. Hey Oma, wach auf. Die Enkelin will wieder was Leckeres. Diesmal diesen Schokoshake hier zum Nachtisch. Oh, das ist mein Lieblingsrezept. Ich
Ich werde Eiswürfel gebrauchen. Und ganz viel Schokosoße. Da kommt jetzt noch ein Starbucks-Kaffee mit rein. Und jetzt geht's an den Milchschaum. Was ist denn hier los? Du machst mich dreckig. Was hat denn die Oma da in der Hand? Ist das etwa ein Pulverkaffee? Und das möchte sie ihrer Enkelin einschenken? Tja, Oma, von dir habe ich was Besseres erwartet. Und ich mache weiter. Hier kommt noch etwas Schlagsahne mit hinzu. Genau so ein Rezept benutze ich nämlich auch für mich selber. Hier streue ich noch ein paar Oreo-Kekskrümel drüber. Und den Keks drauflegen. Noch Strohhalm reinstecken und fertig ist der perfekte Schokoladenmilkshake. Ich bitte euch, es geht doch hier um den Kaffee. Ist ja furchtbar. Ich brauche erstmal frische Kaffeebohnen. Jetzt mahle ich die Bohnen zu feinem Pulver. Und dann brühe ich den Kaffee in einer französischen Presse. Ihr könnt mir glauben, dieser Kaffee wird perfekt sein. Und jetzt muss er nur noch mit Milchschaum verziert werden. Ich werde sicher niemanden bespritzen. Und fertig ist die Schneeflockendekoration. Perfekt. Ja, letztes Mal gefiel ihr deine Dekoration aber nicht. Oh mein. Probieren wir mal die Getränke. Natürlich ergreift die Kleine zuerst den Kaffee-Milkshake. Vor allem die Kekse scheinen ihr zu gefallen. Köstlich. Oh nein, dieser Pulverkaffee scheint ihr überhaupt nicht gefallen zu haben. Der Kaffee der Chefköchin riecht wunderbar. Aber schmecken tut er nicht besonders. Deshalb sucht sich die Kleine das Getränk ihrer Schwester aus. Yeah, ich habe schon wieder gewonnen. Und dieses Mal wünscht sich die Kleine ein paar Waffeln. Was ist das denn? Dieses Rezept kenne ich. Erstmal müssen wir die Eier aufschlagen. Jetzt Zucker hinzufügen. Je mehr Zucker, desto besser. Und jetzt heißt es umrühren, 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 umrühren. Oh, irgendwie werde ich langsam müde. Ich glaube, das reicht. Jetzt geben wir noch etwas Mehl hinzu. Ups. Oma, tut mir leid, das wollte ich nicht. Je mehr Mehl, desto besser wird der Teig. Ups, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ja, wie auch immer, den Rest können wir noch rausholen. Ich bin mir sicher, so wird das niemals klappen. Ich mache meine Waffeln nach einem altbewährten Familienrezept. Dieser Teig kommt jetzt auf das Waffeleisen. Wir sind fast fertig. Das werden die perfekten Waffeln. Ein Kind sollte man gesund füttern. Den Zucker werden wir nicht gebrauchen. Wir nehmen besser eine Zucchini. Die reiben wir klein. Da geben wir jetzt Eier hinzu und etwas Mehl. Und schön durchmixen. Das sieht ja gar nicht appetitlich aus. Und unser Teig kommt jetzt ins Waffeleisen. Eins können wir sicher sagen, diese Waffeln werden alle sehr verschieden sein. Wunderschön, diese Waffeln hätte ich gerne selber aufgegessen. Da kommt noch etwas Schlagsahne drüber und ein paar Beeren. Sieht wunderschön aus. Was ist das? Ahornsirup, genau das, was ich brauche. Und natürlich ein Stückchen Butter. Oh mein. Es wird Zeit, dass ich meine gesunden Waffeln raushole. Hier fehlt nur noch ein bisschen Dekoration. Wie wäre es denn mit etwas Petersilie? Bellissimo. Also das gefällt mir ja gar nicht. Bitte sehr, meine Kleine. Diese Waffeln sehen genauso aus, wie ich sie auch wollte. Hä, was ist das denn für eine komische Füllung? Das sind Eierschalen. Man muss doch vorsichtiger sein. Was ist das denn für ein grünes Zeug? Wieso kommt da Gras denn auf meine Waffel? Aber ein Stückchen werde ich trotzdem probieren. Riecht gut. Schmeckt aber ganz schön mies. Was soll ich denn von dieser Waffel hier erwarten? Oh, diese Waffel scheint ihr gefallen zu haben. Und die Gewinnerin ist die Oma. Ja, ich habe gewonnen.
Beginnen wir mit einer einfachen Aufgabe. Mach mir Pommes frei. Kinderleicht. Wird gemacht. Ich wollte gerade lernen, gut zu kochen. Während alle Kartoffeln schälen, bereite ich lieber Öl zu. Man kann übrigens nie zu viel davon haben. Das Öl ist fast kochend heiß. Das bedeutet, dass es an der Zeit ist, die Pommes frei hineinzuschütten. Nein! Stopp! Ah, es plätschert! Es ist heiß! Hilfe! Was machst du? Du hast uns fast mit kochendem Öl angeheizt. Das Öl muss man sehr vorsichtig einschenken. Dann werden die Kartoffeln gleichmäßig gebraten. Nichts Schweres. Okay. Die Pommes frei sind fertig. Es fehlt nur noch ein weniger Soße. Pommes frei? Ich glaube, das ist nur gebratene Kartoffel. Ich habe richtige Pommes frei gemacht. Aber das ist noch nicht alles. Ich schaffe aus normalen Pommes frei eine echte Delikatesse. Ich brauche etwas Speck, Soße und natürlich Rosmarin. Das riecht so lecker. Genau, ich habe noch nicht alles verloren. Warum kann man nicht die Weingummikartoffeln verwenden? Man sagt, wenn man sie in Erdbeersirup taucht, schmecken sie noch besser. Okay. Wow, ich fange jetzt die Köstlichkeiten mit den Kartoffeln in der Mitte an. Oma, das schmeckt wirklich cool. Oh je, ich hasse Rosmarin. Es tut mir leid, Frau Chefköchin, aber es hat mir nicht geschmeckt. Die Idee mit Weingummikartoffeln fand ich allerdings gut. Jetzt weiß ich nicht, wen ich als Gewinner auswählen soll. Oma wird die Gewinnerin sein. Hurra! Dieses Mal ist die Aufgabe schwieriger. Ihr müsst Sushi machen. Come on! Wird gemacht. Ich habe das beste Rezept aller Zeiten. Sushi, Sushi? Ja, auf dem Dorf hat man keine Ahnung, was Sushi ist. Weißt du was? Ich mache so cooles und leckeres Sushi, das ihr euch nicht vorstellen könntet. Gewöhnliches Sushi zu machen ist langweilig. Sushi aus Süßigkeit ist eine andere Sache. Und drinnen wird es köstliche Schlagsahne geben und Kaugummiaugen und Gummibärchen. Sehr schön. Und natürlich soll man den Schokoladensirup nicht vergessen. Das ist eine interessante Idee. Mein Sushi wird bald auch fertig. Das Wichtigste ist, den Anweisungen des Küchenchefs genau zu folgen. Aber noch nichts Schwieriges. Nichts Schwieriges? Mal sehen, wie eklig deine Sushi werden. Ich weiß auch, wie man Soße hinzufügt. Man soll kein Wunderkind sein. Wie heißt das? Avocado? Das Wichtigste ist, es perfekt zu rollen. Was du, Oma, sicherlich nicht kannst. Tada, das perfekte Sushi ist fertig. Oh, es sieht furchtbar aus. Ich wusste nicht, dass euer Sushi so hässlich ist. Es ist an der Zeit, Sushi in Lachs zu wickeln. Das Wichtigste ist, genug Fisch zu legen, ihn in dicke Scheiben zu schneiden. Und die Sojasauce soll man nicht vergessen. Fisch, sagst du? Okay. Wird gemacht. Geschafft. Ich hoffe, es ist köstlich. Wow! Das Sushi von Chefköchin sieht auf jeden Fall attraktiver aus. Aber ich habe eine Idee. Warum kann ich nicht einfach Gurkensushi machen? Es ist köstlich und gesund zugleich. Und eklig. Warum so? Gurke ist die perfekte Zutat für Sushi. Man soll nur noch mehr Reis zugeben. Das sieht nicht appetitlich aus. Warte mal, das ist noch nicht alles. Also, seht euch diese Schönheit an. Was ist denn das?
Ich habe noch nie Sushi aus Gurke und Reis gesehen. Igitt, ich werde das nicht einmal probieren. Ich würde aber gerne mal süße Sushi probieren. Oh, es schmeckt gut, aber ganz und gar nicht herzhaft. Ein letzter Kandidat übrig. Wow. Da ist es, das echte Sushi. Herren Chefköchin, Sie haben gewonnen. Danke, aber das war offensichtlich. Ich hoffe, jeder kann eine Waffel machen. Ich habe gehört, dass man mit dem Teig beginnen muss. Ich glaube nicht, dass ich ein Problem damit haben werde. Jetzt ist an der Zeit, Zucker hinzuzufügen. Dann vermische ich alles. Super. Und jetzt noch ein bisschen Mehl. Aua, ich glaube, ich habe etwas in meiner Nase. Wow, was für eine Waffel wirst du haben. Nicht schlimm, ich habe genug Mehl, um eine leckere Waffel zu backen. Oh, ich habe die ganze Packung benutzt. Es soll so sein. Ich soll nur alles gut umrühren. Jetzt kann mein fertiger Teig in das Waffeleisen gegossen werden. Das werden die leckersten Waffeln sein, die meine Schwester je gegessen hat. Mmh, der Teig ist wirklich lecker geworden. Und vor allem keine Eierschalen. Ich hoffe, dass es eine gute Waffel ergibt. Jeder hat Zucker hinzugefügt, aber ich weiß, dass Zucker schädlich für Gesundheit ist. Also füge ich stattdessen eine ganze reife Aubergine hinzu. Also besser, ich mache den Teig daraus. Ich soll sie nur einreiben. Fertig. Und jetzt füge ich noch Eier hinzu. Und noch Mehl. Ich rühre alles um. Und noch ein bisschen Kräuter. Das klingt sogar eklig. Aber dieser Teig ist so viel gesünder als eure. Jetzt kann er in das Waffeleisen geschüttet werden. Und man soll nicht die Sanduhr vergessen, damit die Waffel nicht anbrennt. Ja, die Sanduhr ist sehr nützlich. Hey, hey, mein Waffel ist verbrannt. Heiß, es ist heiß. Aber nicht schlimm. Mit Schlagsahne, Beeren und Schokoladensirup überdecke ich ihr unschönes Aussehen. Na und, sie sieht super aus. Und zu meiner Waffel gebe ich traditionell Ahornsirup. Ein Stück Butter wäre auch super. Es sieht so köstlich aus. Und ich schmücke meine ohnehin schon gesunden Waffeln mit gesunden Kräutern. Probiere ich alles mal. Ich fange damit an. Oh, Igitt, Bruder, deine Waffel sieht verbrannt aus. Das möchte ich nicht essen. Und was ist das? Ekelhaft! Diese Waffeln schmecken nach Kräutern und Aubergine. Ich hasse sie. Und das ist etwas Köstliches. Ja, das ist genau das, was ich wollte. Oma, du gewinnst diese Runde. Hurra, ich habe mich nicht umsonst so viele Mühe gegeben. Ich möchte danach eine schöne Tasse Kaffee trinken. Wow. Wird gemacht. Sehr leicht. Mir ist gerade eine brillante Idee eingefallen. Heißer Kaffee ist langweilig. Heute ist kalter Kaffee in Mode, zum Beispiel Frappuccino. Man soll eine Menge Eis in ein großes Glas legen. Dann soll man etwas köstlichen Schokoladensirup hinzufügen. Und natürlich soll man den Kaffee selbst nicht vergessen. Er ist übrigens von Starbucks. Auch ein Twix-Schokoladenshake wäre definitiv nicht fehl am Platz. Ich schlage es ein wenig auf und verwende anstelle von Milch. Ich denke, ich werde einen klassischen Kaffee kochen.
Ich habe Pulverkaffee dabei. Ich weiß, dass meine Enkelin es mag. Also, es reicht. Zum Schluss soll man noch Shake hinzufügen und darüber noch Schlagsahne. Und etwas Schokoladiges. Oreo-Kekse und Schokoriegel. Natürlich soll man den Strohhalm nicht vergessen. Jetzt bin ich mit dem Kaffeekochen dran. Ich werde richtigen Kaffee kochen. Ich verwende eine Waage, um die richtige Menge an Bohnen abzumessen. Ja, das reicht. Ich mahle sie mit der Kaffeemühle, bis sie genau richtig sind. Schaut und lernt. Und nur jetzt gieße ich kochendes Wasser über den Kaffee. Kocht man wirklich so den Kaffee? Super. Jetzt schenke ich den Kaffee in eine Tasse. Und die Kaffeemilch kann ich auch mit der Hand aufschlagen. Auch die Servierregeln soll man nicht vergessen. Seht euch diese Schönheit an. Ich fange mit dem Kaffee in der Mitte. Oma, ich erkenne diesen Kaffee immer wieder. Und es ist an der Zeit zuzugeben, dass ich ihn überhaupt nicht mag. Okay. Und dieser Kaffee sieht schöner aus. Köstlich, aber für mich ein bisschen bitter. No. Der letzte Kandidat kann noch gewinnen. Das ist wirklich cool. Bruder, du gewinnst diese Runde. Ja,